Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatuto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ich bin mal wieder hier zum Tropenspenden, aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich bin Rathaus 10 Max Out, das heißt, ich habe alles fertig, alle defensiven Gebäude, alle Mauern, alles fertig. Und ich habe auch einen kleinen Schock gekriegt, aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr den Clan wechselt, der noch nicht über Clan Level 10 ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich glaube bei 8 gibt es die letzte Errungenschaft, dann habt ihr ja eine etwas kleinere Clanburg, also eine kleinere Treasury. Und ihr seht das hier, ich habe hier 2,9 Millionen eigentlich drin, kann aber nur 2,4 Millionen aufnehmen. Ja, das liegt ja daran. Und auch das Dunkle, ich habe 14.000 hier drin, kann aber eigentlich nur 12.000 aufnehmen. Komische Sache hier, glücklicherweise wird es einem nicht abgeschnitten und ich kann es natürlich auch collecten. Das mache ich aber gleich, wenn ich in True Warriors 1 bin, denn mir ist erstmal aufgefallen, dass ich natürlich hier noch ein bisschen was zu tun habe, nämlich da diese beiden Mauern hier, nur noch die beiden Mauern, und habe aber gedacht, Alter, du hast deinen Bogenschützenturm vergessen. Nein, hier werden 6 gezählt und hier ist einer, da steht nicht mal X1 rüber oder so, sondern steht gar nichts rüber. Das ist der, den man als Doppelbogen ausgebaut hat, also dieser, der hier so, wo ist er eigentlich bei mir? Hier hinten ist er bei mir, den man mit dem Bilder-Base-Meister gebaut hat. Also ich gehe jetzt erstmal raus, gehe jetzt in True Warriors 1, denn da habe ich euch natürlich auch echt wieder lecker was zu zeigen. Also hier erstmal raus, dann Join Clan, Bookmarks, das mache ich jetzt in letzter Zeit öfter. Ihr habt das in den Folgen gesehen, dass wir immer wieder mal springen, vor allen Dingen ich immer mal wieder springe. Also hier bin ich bei den True Warriors und jetzt passt das auch wieder mit meiner Treasury, die ist nämlich immer noch so komisch. Wahrscheinlich muss ich einmal aus- und einloggen. Ja, da muss ich euch jetzt mal so eine richtig dicke Pause reindrücken und vielleicht wiederhole ich mich ja jetzt auch, aber so eine Farce. An der Stelle ist meine Aufnahme stehen geblieben, weil ich versehentlich mein Aufnahmefenster verändert habe mit der Größe und dadurch verliere ich einmal, beziehungsweise steht das Bild an der Stelle, also sehr ärgerlich. Natürlich ist meine Treasury jetzt wieder auf 3 Millionen und ich habe sie auch schon geleert. Ich habe alles aufgenommen und mir ist es viel zu spät aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufnehme, sondern ich nehme auf und das Bild steht. Passiert den Besten. Und ich habe also letztendlich nur diese Mauer hier gemacht und diese Mauer, wen es also noch interessiert. Ich bin jetzt maxed out hier von den Mauern her. Und das heißt, ich bin durch. RH10 ist durch, hier also nur noch die paar Forschungen, die ich hier machen muss. Da läuft ja jetzt hier zurzeit der Skeleton-Spell, also der Skelly-Zauber. Danach läuft noch mein, 12 Tage noch der Earthquake. Und dann nochmal 28 Tage hier hinten die beiden Elex-Truppen, also die Bogenschützen und der Barbar. Und ich brauche also kein Gold mehr. Und ich brauche jetzt nur noch Elex, das heißt also, irgendwann werden natürlich meine Goldlager platzen. Da muss ich jetzt mit leben, da muss ich auch mit dem Avatar mitleben. Und aber egal, ich hatte echt Sorge, dass ich euch diese Aufnahme hier heute eigentlich gar nicht zeigen kann. Denn, ja, im letzten Clankrieg haben wir erstmal haben wir gewonnen. Sehr, sehr knapp, 54-53, also der gegnerische Clan hat sehr gut angegriffen. Aber wir leider ein ganz kleines Stück besser. Und ihr seht hier genau, der Stern hier fehlt den bei Swash. Aber wir haben ja auch so unglaublich viele Prozente. Guckt euch das mal an. 96,85%. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Aber wie es dazu kam, das gucken wir uns jetzt an. Wir starten hier heute aber mal mit dem Gara. Denn der Gara hat hier von Rathaus 11 auf Rathaus 11. Aber es ist einer ohne Infernus, ohne Adler. Also so eine Art Engineering Base, so will ich es mal benennen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Engineering Bases hier weniger werden bei Clash of Clans. Kann sein, dass Supercell das tatsächlich hinbekommen hat, dass man nicht mehr so ein krasses Matchmaking bekommt oder Miss-Matchmaking, dass es ein bisschen ausgeglichener geworden ist. Und ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so ist oder ob ich hier Mumpitz erzähle, dass das immer noch so krank teilweise ist. Ja, manchmal hat man noch unten so ein bisschen was dazwischen, also
Auch im neuen Clankrieg tummelt sich bei uns irgendwo wieder ein Zehner bei unseren RH9ern, aber so ganz krasse Geschichten wie, ich nenne mal ein Beispiel, du hast 5 Elfer unten, ich sag mal Nummer 15 bis 20, 5 Elfer, maxed out Truppen und dann nur so eine Krümmelbase, also wirklich von jedem 7er zu 3 Sternen und die tun dir dann oben das Leben schwer. Natürlich kassieren die auf 3 Sterne, aber sie können natürlich gerade oben hart mitkämpfen und ich glaube, ja, dieses ganz, ganz krasse ist hier raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich kann es auch noch nicht so wirklich bestätigen, aber die letzten Clankriege, die wir hier gespielt haben, egal ob True Warriors 1 oder True Warriors 2, waren ja, relativ ausgeglichen. Also es geht. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und will sagen, die haben das jetzt total in Griff hier, aber ich habe doch ein bisschen das Gefühl, dass es etwas besser geworden ist und man merkt das auch an dem Krieg hier, er war sehr, sehr auf Augenhöhe, also 54, 53, das weiß jeder, das ist eng, aber wir haben natürlich echt viel an Prozenten gemacht hier und warum wir eigentlich so viel Prozent gemacht haben, das werde ich euch nach diesem Kampf hier zeigen, aber ich wollte einfach nochmal auf diese Engineering-Geschichte kurz einmal hinweisen, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass es ein kleines Stück besser geworden ist. Ja, und warum hatte ich eigentlich Sorge, dass ich euch die Aufnahme hier heute überhaupt zeigen kann? Weil heute am Tag der Deutschen Einheit hatte ausgerechnet die Telekom so ein richtiges Riesenproblem. Und ich hatte in allen Devices hier, ich habe ja wirklich viele, und auch am PC, immer bei Clash of Clans und auch bei anderen Online-Spielen, nicht Online-Rollenspiele, die spiele ich ja, immer das Problem, dass sie teilweise nicht geladen haben oder ich die ganze Zeit hier das Verbindungszeichen hatte bei Clash of Clans und wenn du mal was nachgucken wolltest, dann hat das ewig gedauert. Dann sieht man ja so einen kreisrunden Kreis, wenn er was nachlädt. Also auch jetzt, wenn ich hier auf Warmap gehe, dann hat das ewig gedauert, bis der mir das angezeigt hat. Und da habe ich dann erst gedacht, Alter, was ist denn hier los? Man konnte es aber nachgoogeln, was denn in Deutschland los war und die Telekom hatte wohl ein großes Problem. Normal kann man natürlich jetzt sagen, gut, gehe ich auf mein Mobile Device, aber da ich natürlich auch Telekom. Und deswegen, ja, gehopst wie gesprungen. Auch da gab es genau die Probleme und ich habe meinen zweiten Angriff dann, ich hab ihn draußen gemacht, weil ich gedacht habe, naja, mit lupenrein LTE, vielleicht ist es ja ein kleines Stück besser. Aber ich glaube, wenn du ein Routing- und DNS-Problem hast, dann hast du es natürlich überall, egal ob mobil oder im Festnetz. Und so war es dann auch, aber ich habe den dann irgendwie noch auf die Reihe gekriegt, 15 Minuten vor Schluss. Selbst mit diesem Verbindungsabbruchzeichen hab ich meinen Angriff, glaube ich, durchgekriegt und ist zwar nur ein Zweisterner geworden, aber das erste Mal mit Hexenbowle angegriffen. Damit habe ich ja nun noch gar nicht angegriffen und ich hatte vorher mal gefragt, du, wie greift man damit eigentlich an? Ich muss mir das vielleicht nochmal angucken bei dem einen oder anderen aus dem RH10-Bereich und was schickst du zuerst? Erst ein paar Bowler, erst Hexen. Oder beides gleichzeitig, das geht natürlich auch durch Multitouch. Und aber immerhin sind 2 Sterne geworden auf dem RH10. Allerdings ein R9,5. Ja, er hatte keine Infernos. Doch, der hatte, glaube ich, Infernos. Ich glaube, er hatte Infernos. Nee, er hatte keine. Entschuldigt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Und wir gucken aber mal hier, warum natürlich der Norman nicht zufrieden ist mit 99%, ja, so ärgerlich. Aber hier ist am Ende auch was ganz Witziges passiert. Denn guckt euch genau den, also wir haben jetzt mal so ein bisschen den Fokus hier auf den Dicken, auf den King. Ja, der schlägt sich hier gerade mit so einer Meute von Bowlern und Hexen durch, mit dem Warden schön im Gepäck. Also der Umkreis des Wardens ist ja truppenverstärkend, das heißt also prozentual haben sie ja etwas mehr Heal Points und so geht das hier erstmal seine Runde. Ja, eigentlich glaubt man ja hier, ah, das werden die ja nicht mehr packen. Ja, und ist auch, denke ich mal, sehr, sehr schwer worden, ist schon gezündet, aber der King kann auch noch gezündet werden. Ja, den hat er noch nicht gemacht und ihr seht das, die Base hier ist auf. Also die hat hier oben zwar Mauern, aber sie ist auf an den Ecken und so brauchte er sich zumindest nicht mehr durch eine Mauer prügeln. Aber was jetzt kommt, das ist auch ganz, ganz ungewöhnlich. So, jetzt King gezündet gleich und ja, die Bowler sterben jetzt leider und das Doofe ist, die Queen hinter einer Mauer, ja, die Queen hinter einer Mauer, das ist natürlich doof, das heißt also, er müsste sich jetzt durch die Mauer, geht jetzt erst Richtung Queen und jetzt dreht er sich doch nochmal um und sagt, ah, du blöder Magierturm,
und haut den doch erst um. Und dann die Queen, oh, ich habe mich da verschluckt. Und dann die Queen, ja, und leider hat sie ihn dann doch zerrissen, aber war ganz witzig, erstmal zu sagen, so, ich gehe mal auf die Queen und dann so nach dem Motto, ah, du doofer Magierturm, nerv mich nicht, ich hau dich um. Und ja, schönes Ding hier. Und hier auch 97% vom Hocke. Da gucken wir mal, was da eigentlich fehlte. Also wirklich super knappe Kämpfe hier. RH11 auf RH11. Und ja, ich bin ja etwas später reingekommen und teilweise konnte ich es mir dann auch, ich konnte es mir gar nicht angucken. Denn das Verbindungsabbruchzeichen, auch wenn ich mir mal eine Wiederholung angucken wollte, ewig die Eieruhr und dann ab Verbindungsabbruch. Und irgendwann habe ich es natürlich auch aufgegeben, habe gedacht, komm, lass den Tag sein, weil alles andere bringt hier nichts. Und ich war schon fast genötigt, euch ein Offline-Spiel zu zeigen. Kann man ja auch mal machen, da habe ich noch ein bisschen was im Petto. Da habe ich auch schon ein paar Pläne. So ein paar, ja, ich will mal sagen, echte Nostalgie-Games geremastert, euch mal zu zeigen, euch mal in der Hand zu legen. So ein bisschen was, ums Gehirn anzuregen, aber auch richtig lustige Sachen. Und denn die meisten Spiele sind ja schon online. Egal, was du eigentlich spielst, auch teilweise ja Offline-Spiele. Wenn du sie über Steam startest oder über Uplay oder über Origin oder über Battle.net, alle gehen ja erstmal online. Checken, gibt's Updates, gibt's irgendwas und dann kannst du das Spiel erst starten. Also es ist ja wirklich schon eine relativ starke Abhängigkeit da, auch von vermeintlichen Offline-Games, die natürlich auch mal den einen oder anderen Patch bekommen. Und ich hab aber tatsächlich noch Spiele, die brauchen sowas wirklich nicht. Und da hätte ich euch eins gezeigt, aber habt ihr nochmal Glück gehabt. Heute eine Folge Clash of Clans. Aber trotzdem plane ich mal sowas. Ich muss euch unbedingt mal so ein paar Sachen zeigen, die ich absolut skurril oder cool finde. Und für jedermann auch zugänglich. Also das ist jetzt nichts Gekauftes oder so, sondern in der Regel Freeware oder Games, die Free-to-Play zu spielen sind. Oder manchmal auch Free-to-Win. Also wo du dann doch mal vielleicht, wo man was kaufen kann, aber nicht muss. Ja, ist da sehr, 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 sehr häufig so, auch in meinen Rollenspiel, die ich spiele, auch wenn ich dort ausschließlich VIP-Accounts habe und das Game eigentlich nie wieder zahlen muss, weil ich irgendwann mal so ein Riesending gekauft habe für 100 Euro, so ist aber Herr der Ringe Online, ja, einmal 105 Euro bezahlt und dann eigentlich nie wieder, außer für die Erweiterung, aber die kann ich mir mit Shop-Punkten kaufen und da habe ich ja immer so viele durch Beta-Tests etc., also diese Turbino-Punkte, die man gerade bei Herr der Ringe Online kriegt, die habe ich hier zuhauf verdient, weil ich immer wieder an den Betas teilgenommen habe und habe immer schön den Entwicklern geschrieben, das geht noch nicht und das geht noch nicht und hier hakt es noch und da hakt es noch das und dafür hat man immer Turbine oder bekommt man, glaube ich, heute auch noch Turbine-Punkte für bekommen und ja, das habe ich zuhauf genutzt, weil ich natürlich auch immer gerne schon mal so ins Update reinschnüffeln wollte und als Beta-Tester kannst du das natürlich, gibt auch meistens in fast allen Rollenspielen, gibt es irgendwo so einen Server, wo du dann ein Char hintransferieren kannst, okay, die drei Dev-Gebäude sind noch übergeblieben und dann kannst du halt ein bisschen Beta spielen und musst natürlich, bist zur Geheimhaltung verpflichtet. 99% Joker. 99% Joker. Was war hier los? Was war hier heute los? Also wirklich krass. Und andere hatten übrigens dieses Verbindungsproblem auch. Also ich habe ja erst gedacht, ich hab's mal wieder. Ja, resette hier meinen Router, resette den VDSL-Router. Und hat Alex nichts genutzt. Und irgendwann wusste es ja, liegt nicht an dir. Aber heute Abend war das plötzlich weg, wie vom Erdboden verschwunden. Und dann kommt natürlich noch die Misere, dass ich kurz mal ein Standbild hier aufnehme, schon 15 Minuten quatsche und das Bild läuft nicht weiter. Also ja, war da mal wieder so ein Wurmtag drin und mal sehen, was der Joker hier offen gelassen hat. Also auch hier 99%, deswegen haben wir auch so hohe Prozent hier am Ende gehabt. Also auch ein Unentschieden hätte dem Gegner hier nicht gereicht an der Stelle. Auch wenn er den vierten oder den zweiten Stern noch bei Swash geholt hätte, wären wir prozentual so weit vorne gewesen, dass wir hier am Ende ganz ungefährdet dann gewonnen haben. Ich hab auch meinen Angriff dann auch ganz entspannt machen können, weil ich schon wusste, da haben wir gewonnen. Und freue mich aber jetzt auf die nächsten Clan-Kriege, denn wir haben schön ein paar neue Leute dabei.
Das freut mich ganz, ganz besonders. Und im Clan True Warriors 2 wird auch schon wieder gerockt, was das Zeug hält. Also wirklich krass da. Und aber ich habe es euch ja gestern schon gesagt, ich kann nicht immer alles zeigen und alles aufnehmen. Immer nur True Warriors 1, 2, 1, 2 ist auch doof. Irgendwann gibt es ja bei mir dann auch andere Folgen. Aber lasst mich erstmal meine Forschung abgeschlossen haben und dann auf RH11 gehen. Gerade jetzt kommt ja so ein bisschen so die Zeit, so, wo ich ja echt nichts mehr zu tun habe. Außer Supercell drückt uns jetzt ein Update rein. Dass man natürlich sagt, boah, ich könnte ja jetzt was gemmen. Ja, ich habe ja über 8700 Gems oder so. Und da könnte ich natürlich sagen, ja komm, ich gemme mal zwei Truppen oder den kompletten Erdbebenzauber, den ziehe ich jetzt mal durch. Dann spare ich mir natürlich 12 Tage, gar keine Frage, aber na, so bin ich nicht. Ja. Ich bin ja da schon Geizknochen und ich denke mal, ich möchte dann doch schon lieber meine Gems später so ein bisschen mal den einen oder anderen Boost einwerfen, so hier und da im Stream oder auch in so einer Aufnahmefolge, wo wir mal so richtig hart am Abfarmen sind. Und hier hat das jetzt, denke ich mal, ja, es hat an dem Multi gescheitert, denn irgendwann nimmt er sich auch mal die Hexe ins Korn und die Skelette halten es aber gar nicht für notwendig, auf den hier zu gehen, sondern die laufen hier zur Beute. Ja, auch vor, eigentlich vorbildlich, hätte ich mal fast gesagt, aber schade, vielleicht wären sie dann doch eher hier ein bisschen eher durch die Mauer gegangen. Ich meine, sie sind ja jetzt noch nicht im Fokus, also zumindest die Hexen sind noch nicht im Fokus des Infernos. Und ich glaube am Ende, ja, irgendwann erwischt es auch die Hexen, denn so schnell können die dann ihre Skelette auch nicht nachmachen. Jetzt sind sie hier durch, jetzt sind die 8 Skelette durch. Aber es war die Zeit. Es war die Zeit, aber ihr seht das, das wäre sowieso ganz, ganz eng gewesen. Trotzdem schönes Leben hier. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich trotzdem die Folge hier bringen konnte und freue mich auch auf den nächsten Clan-Krieg. Freue mich jetzt natürlich, dass ich Max out bin. Jetzt kann ich mich so richtig zurücklehnen und nur noch Pokale pushen. Also ich werde natürlich ein paar Pokale pushen, gar keine Frage. Und das Elex werde ich natürlich ein bisschen im Auge behalten. Ihr behaltet mich im Auge. Bis dahin, euer Toto. Clashed.